Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Heute unterhalten wir uns über Phasengleichgewichte und Zustandsdiagramme. Ja, was hat zum Beispiel entkoffeinierter Kaffee mit diesem Thema zu tun? Nun, das werden Sie noch im Laufe der Vorlesung, in dieser und der anschließenden Vorlesung, lernen. Oder warum ist Pulverschnee anders als Gletschereis und warum wandern Gletscher? Das alles hat mit diesem Thema zu tun. Aber auch aus Sicht der Chemie sind Zustandsdiagramme und Phasengleichgewichte sehr, sehr wichtig, nämlich dann, wenn Sie Systeme voneinander trennen wollen. Und hier geht es eben darum, wie eine Phase in die andere Phase übergeht. Also von dem festen Zustand in den flüssigen Zustand oder in die Gasphase durch Sublimation oder von der flüssigen Phase in die Gasphase durch Verdampfen. All das wollen wir heute behandeln. Sie sehen hier ein Zustandsdiagramm, in dem die Phasenübergänge eingezeichnet sind. Das ist ein Diagramm, in dem der Druck als Funktion der Temperatur aufgetragen wird. Und Sie sehen hier Grenzlinien in diesem Zustandsdiagramm. Das sind Grenzlinien, in denen zwei Phasen gleichzeitig existieren. Also hier unten zum Beispiel haben Sie den Übergang zwischen Fest- und Gasphase, also das ist die Sublimationskurve. Oder hier haben Sie den Übergang zwischen fester Phase und flüssiger Phase, Schmelzkurve. Oder dort sehen Sie den Übergang zwischen der flüssigen Phase und der Gasphase, also die Verdampfungskurve. Oder wenn Sie von der anderen Seite kommen, Kondensationskurve, können Sie natürlich auch entsprechend für die anderen Phasenübergänge nennen. Was Sie hier sehen, sind aber auch noch interessante Punkte. Da ist zum Beispiel ein Punkt, in dem sich alle drei Phasen, also diese Kurven für die Phasenübergänge berühren. Das ist der sogenannte Trippelpunkt. Das ist ein ganz fester Punkt in diesem Zustandsdiagramm, in dem alle drei Phasen fest vorliegen. Also wir haben hier einen ganz festen Druck und eine feste Temperatur, die diesen Trippelpunkt charakterisieren. Sie sehen dann zusätzlich einen zweiten Punkt. Hier hört die Verdampfungskurve auf und dort ist der sogenannte kritische Punkt. An diesem Punkt ist die Dichte von der Gasphase und der flüssigen Phase, die wird hier gleich. Also die Drücke werden ja immer höher, die Temperaturen werden immer höher, das Medium wird immer dichter und irgendwann gibt es keine Phasengrenze mehr zwischen der flüssigen und der Gasphase. Und dieser Punkt, das ist der kritische Punkt, auch ein fester Punkt in dem Zustandsdiagramm. Diesen Kurven hier, dort sind beide Phasen im Gleichgewicht nebeneinander existent. Wenn Sie aber die Drücke oder Temperaturen so verändern, dass Sie sich von diesen Kurven wegbewegen, gibt es nur noch eine Phase. Wie kann man das Ganze jetzt mathematisch beschreiben? Sie kennen ja das chemische Potenzial, das Ihnen ja sagt, wie das Bestreben eines Systems ist, in eine bestimmte Richtung sich zu bewegen. In unserem Fall betrachten wir jetzt zwei Phasen. Diese Phasen sollen nebeneinander vorliegen, das heißt, sie sind im Gleichgewicht miteinander. Das heißt, das chemische Potenzial für beide Phasen ist gleich. Wir können das hier einmal in einem weiteren Diagramm zeigen. Dort sehen Sie eine Auftragung des chemischen Potenzials als Funktion der Temperatur. Außerdem sehen Sie, dass Sie die chemischen Potenziale für die verschiedenen Phasen unterschiedliche Steigungen haben. Und je nachdem, bei welcher Temperatur wir sind, gibt es ein chemisches Potenzial, das kleiner ist als die anderen chemischen Potenziale. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir den Übergang von fest nach flüssig sehen, dann ist auf der linken Seite dieses Schnittpunktes beider Kurven die feste Phase, die stabilste Phase, und rechts davon ist die flüssige Phase, die stabilste Phase. Genauso geht es bei dem Übergang flüssig zu Gasphase. Und wenn Sie das chemische Potenzial nach der Temperatur ableiten, dann ist das, entspricht das der Entropie eines Zustandes. Und Sie sehen, dass diese Steigungen dieser Kurven, die eben eine bestimmte Phase beschreiben, die ist unterschiedlich hoch. Ja, das chemische Potenzial für die feste Phase verläuft in Abhängigkeit der Temperatur flacher als das der Gasphase. Das liegt natürlich auch daran,
weil das ja diese Steigungen mit der Entropie verknüpft sind, dass eben die Entropie in der Gasphase deutlich höher ist als zum Beispiel in der flüssigen Phase. Diese Kurven, die schneiden sich. Und an den Schnittpunkten, das sind die Punkte, an denen ein Phasenübergang stattfindet. Und das können wir jetzt nutzen, um diese Veränderung, zum Beispiel die Druckänderung mit der Temperatur, also wie sich zum Beispiel der Dampfdruck einer Substanz verändert, wenn wir die Temperatur verändern, das können wir nutzen, indem wir nun die Eigenschaften der chemischen Potenziale der beiden Phasen betrachten. Wir wissen, dass das chemische Potenzial oder die Änderung des chemischen Potentials in Abhängigkeit der Temperatur und des Drucks gegeben ist über die Formel d μ ist gleich minus s dt plus v dp für eine Phase. Und wenn Sie am Phasenübergang sind, dann verändern sich Entropie und auch das Molvolumen schlagartig. Sie können sich das vorstellen, eine Flüssigkeit, wenn Sie da ein Mol einer Flüssigkeit nehmen, das nimmt ein ganz anderes Volumen ein als die Gasphase. Und das Molvolumen verändert sich da also schlagartig. Genauso verhält es sich mit der Entropie. Ja, die Möglichkeit, verschiedene Zustände einzunehmen, ist drastisch verschieden von der flüssigen im Verhältnis zur Gasphase. Also auch dort haben wir, wenn wir beide Phasen miteinander vergleichen, an dem Punkt, an dem diese im Gleichgewicht vorliegen, eine drastische Veränderung. Wir können jetzt die beiden chemischen Potenziale gleichsetzen und können jetzt das Ganze auflösen und können jetzt beschreiben, wie die Änderung des Druckes mit der Temperatur ist und erhalten dann einen Ausdruck, der heißt dp nach dt ist gleich Delta S geteilt durch Delta V, also die Änderung der Entropie an dem Phasenübergang dividiert durch die Änderung des Molvolumens an dem Phasenübergang. Und das gilt für jeden Phasenübergang ganz allgemein. Das ist die sogenannte Clapeyron'sche Gleichung. Jetzt gibt es noch eine ganz interessante Regel, die sogenannte Pictet-Touton'sche Regel. Und zwar muss man sich ja vorstellen, dass wir, wenn wir von der flüssigen in die Gasphase gehen, einen enormen Entropiegewinn haben. Und dieser Entropiegewinn, der resultiert daraus, dass wir hauptsächlich Translationsfreiheitsgrade gewinnen. Deswegen ist interessanterweise die Änderung der Entropie am Phasenübergang Flüssig-Gasphase sehr, sehr häufig sehr ähnlich und hat eine Größenordnung von ungefähr 88 Joule pro Kelvin. Das gilt für eine ganze Reihe von Systemen. Ich habe das mal hier in der Tabelle aufgeführt und da sehen Sie, dass das einigermaßen gut hinkommt. Da gibt es zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist Wasser. Das liegt natürlich wieder mal an den berühmten Wasserstoffbrückenbindungen, die in der wässrigen Phase eingenommen werden. Deswegen ist dort der Entropiegewinn noch einmal deutlich größer als 88 Joule pro Kelvin. Und dann gibt es das Gegenbeispiel für Methan. Das liegt daran, dass Methan schon relativ frei rotieren kann. Es ist ja ein sehr unpolares Molekül und deswegen ist dort die Verdampfungsentropie deutlich kleiner als diese Pictet-Touton'sche Regel. Aber für viele Systeme ist das gut erfüllt. Und die zweite Regel, die nicht ganz so gut immer klappt, ist eine Regel, bei der man für die Schmelzentropie auch annimmt, dass der Gewinn an Freiheitsgraden ähnlich ist. Und die liegt in der Größenordnung von 11 Joule pro Kelvin. Und das kann ganz nützlich sein. Wir hatten ja gesagt, dass das chemische Potential als Funktion der Temperatur sich ändert, dass es einen Schnittpunkt am Phasenübergang gibt. Wir haben auch gesagt, dass die Entropie sich sprungartig ändert, genauso wie das Volumen sich sprungartig ändert. Das Ganze gilt auch für die Enthalpie am Phasenübergang zwischen zwei verschiedenen Phasen. Und die weitere Größe, die interessant ist, ist eigentlich, was passiert eigentlich mit der molaren Wärmekapazität. Das habe ich alles hier in diesen grafischen Auftragungen nochmal für einen Phasenübergang zusammengefasst. Und die molare Wärmekapazität ist ja die erste Ableitung der Enthalpie nach der Temperatur. Die Enthalpie hat am Phasenübergang eine endliche Sprungstelle. Das heißt, für die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck haben wir hier eine unendliche Sprungstelle.
Das heißt, sämtliche Wärme, die Sie dem System zufügen, wird damit darin verwendet in diesen Phasenübergang. Und das ist diese mathematische unendliche Sprungstelle, nichts anderes. Diese Art von Übergängen nennt man Phasenübergänge erster Ordnung. Es gibt auch noch Phasenübergänge zweiter Ordnung, die nicht so scharf verlaufen, zum Beispiel wenn Sie magnetische zu nicht magnetischen Materialübergänge haben, dann gibt es nicht diese dramatischen Sprungstellen, sondern es gibt hier Unstetigkeitsstellen. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Also das chemische Potenzial hat jetzt hier keine Unstetigkeitsstelle, sondern einen Wendepunkt zwischen den beiden Phasen. Das Volumen ändert sich nicht dramatisch, sondern es hat hier eine Unstetigkeitsstelle. Genauso die Entropie und auch die Enthalpie verändern sich nicht sprunghaft, sondern sie verändern sich aber mit einer Unstetigkeitsstelle. Aber interessant ist eben die molare Wärmekapazität. Die hat hier am Phasenübergang zweiter Ordnung nicht eine unendliche Sprungstelle, sondern es verläuft allmählich und hat eine endliche Sprungstelle, die so lambdaförmig aussieht. Deswegen nennt man das Ganze auch Lambda-Punkt. Und diese Art ist eben insbesondere für magnetische Materialien interessant oder analoge Phasenübergänge. Kommen wir nochmal zurück zu Zustandsdiagramm. Sie sehen hier die Grenzlinien und auf diesen Grenzlinien liegen ja zwei Phasen im Gleichgewicht miteinander vor. Diese Kurven sind aber unterschiedlich steil. Und wie das zustande kommt und woher das kommt, das möchte ich im folgenden Video mit Ihnen diskutieren, denn dann werden wir die Clapeyron'sche Gleichung für die verschiedenen Phasenübergänge nochmal genauer beleuchten.